Die sind im Rausch. Das heißt, jemand, der an dem Kufr des saudischen Staates zweifelt, jemand, der sagt, ich weiß nicht, ob dieser Staat ein Kufr-Staat ist oder nicht, oder jemand, der sagt, ich weiß nicht, ob Ibn Baz oder Ibn Uthaymin Kuffar sind oder nicht, jemand, der eine solche Aussage tätigt, gegen den musst du eigentlich den Dschihad vornehmen. Die sind im Rausch. Kim, buna kafir demezsen. Ve kim buna yardımcı olursa, böyle ne olur? O da kafir. Niye? Tağutu destekleme, tağutu destekleme, tağut olmuş demek. Wenn jemand das sagt, ist er kafir. So takfir, people don't like it, but it's great baraka, To separate the sheep from the goats, to separate the sheep from the wolves. Die sind im Rausch. Ja, Ibn Baz ist ein ganz gewaltiger Kafir. Das heißt, Ibn Baz schmort ewig in der Hölle und kommt nie raus. Und das ist Kufr. Das ist Schirk. Das ist grundsätzlich Schirk. Grundsätzlich, im Allgemeinen gesehen, sind sie keine Muslime. Im Allgemeinen sind die Menschen in der sogenannten islamischen Welt Kuffar, die an den Tawhut glauben. Menschen, die vom Islam abgefallen sind. Auch wenn sie beten, auch wenn sie fasten oder was auch immer. Huzar barakallahu fikum, diese Fitna von At-Takfir, die zu At-Tafjir führt. Moment, das ist Arabisch, das reimt sich, Takfir und Tafjir. Takfir bedeutet, Leute vom Islam auszuschließen. Und ich rede hier, barakallahu fikum, ich rede über ein Thema speziell. Ich rede über Thema, dass man Muslime vom Islam ausschließt. Das bedeutet, man sondert sie ab, indem man sagt, diese Leute sind keine Muslime mehr. Trotz, dass diese einige beten, fasten und so weiter. Diese Fitna, dass man anfängt, die Leute vom Islam ausschließt, das führt dann dazu, dass wal'iyadu billah dann die Person auch Bomben entzündet und Leute tötet. Wenn ich das sage, dann sage ich das nicht aus dem, das wird nicht aus dem Luft ergriffen, sondern vor ein paar Jahren in Sudan, stürmte eine Person eine Moschee am frühen Morgen. Und die Leute haben Frühgebet gebetet. Er merkt übrigens, dass wenige Leute heutzutage, auch in den muslimischen Ländern, zu Frühgebet gehen. Oder sie verrichten nicht Frühgebet in der Moschee. Die meisten machen das. Und dass man in die Moschee geht, um das Gebet, Frühgebet in der Moschee zu verrichten, das ist natürlich, barakallahu fikum, mit Prüfung verbunden. Und das bedeutet, wir denken von diesen Leuten, dass sie, alhamdulillah, Willen haben, dass sie beten. Abgesehen davon, barakallahu fikum, jazakumullah khair, ob diese Leute jetzt Wissen haben oder kein Wissen haben. Sowieso, die Lage der Muslime ist katastrophal bezüglich Thema Wissen. Das heißt, die meisten Muslime heute haben nicht viel Wissen von ihrer Religion und das ist eine Tatsache, die wir hier nicht bestreiten können. Also wenn du auch versuchst, aber das ist eine Tatsache. Eine Person ging in die Moschee, während die Muslime im Gebet waren und er hat, während sie in Sujud waren, der hat sie angefangen auf sich zu schießen. Er hat 51 Leute getötet. Der wurde festgenommen. Und man hat ihn gefragt, warum hast du die Leute getötet? Der hat gesagt, man sollte anfangen bei den Nächsten von Kuffar. Und diese Leute sind die Nächsten zu mir. Dann habe ich mit ihnen angefangen. Beispiel 1. Da sagt man extrem. Das ist nicht extrem. Ich nenne euch ein extremes Beispiel. Ein Mann in einem arabischen Land
hat seine 11 Geschwister getötet und dann Vater und Mutter. Da hat man ihm gesagt, warum hast du das getan? Der hat gesagt, ich möchte durch sie ins Paradies kommen, weil diese Leute keine Muslime sind. Weil diese Person, diese Mutter und diesen Vater und diese Geschwister vom Islam ausgeschlossen hat. Obwohl das nicht seine Sache ist, die Leute vom Islam auszuschließen. Und das hat dazu Barakallahu fikum gebracht. Heute in Deutschland, die meisten, die etwas versuchen, sind diese Gruppe. Auf keinen Fall sind sie Salafi. Auf keinen Fall vertreten diese Leute den Salaf-Weg. Aufpassen bitte, damit wir die Begriffe nicht vermischen. Der Salaf-Weg ist geehrter. Der Salaf-Weg bedeutet der Weg von Sahaba und von Tabi'in und von Taba'at Tabi'in, von den besten Generationen. Und dieser Weg ist nicht Weg von Takfir, von Muslimin. Ist nicht der Weg, dass man die Muslime vom Islam ausschließt. Und der Salaf-Weg ist nicht der Weg, dass man unschuldige Menschen tötet. Und dass man auf Leute, die beten, wal'iyadu billah, schießt. Oder dass man seine Geschwister und seine Mutter und seinen Vater tötet. Das ist nicht der Salaf-Weg. Deshalb, es wird gezielt heute. Und willkürlich gemacht, als ob die Leute, die den Salaf-Weg folgen, diese Leute sind. Nein. Da muss man sich dagegen wehren. Ein Muslim, der den Salaf-Weg folgt, ist nicht derjenige, der die Leute vom Islam ausschließt. So einfach. Und der Muslim, der den Salaf-Weg folgt, ist derjenige, der nach Wissen sucht. Und er wird niemals einen Muslim als Kafir bezeichnen, weil derjenige, der den Salaf-Weg folgt, der weiß genau, dass die Salaf-Gelehrten, radwallahu alayhim, in ihren Büchern geschrieben haben und gesagt haben damals, dass sie keinen Muslim vom Islam ausschließen, außer mit bestimmten Bedingungen. Und dieser Ausschluss wird nicht von jedem gemacht, sondern von Großgelehrten und von Richtern. Und deshalb haben wir niemals in der Geschichte des Islam solche Misstaten gehabt, außer von Khawarij, wal'iyadu billah. Khawarij, eine Sekte, die den Weg von Sahaba verlassen haben und die Muslime vom Islam ausgeschlossen haben. Und die haben die Muslime dann getötet, in der Begründung, dass sie keine Muslime mehr geworden sind. Deshalb bitte, liebe Muslime alle, das ist ein Ratschlag, eine Nasiha. Seid wach. Und ihr müsst wissen, jemand vom Islam ausschließen, das ist kein leichtes Thema. Das ist nicht ein Thema für eine Person, die seit 2-3 Monaten Muslim geworden ist. Oder eine Person, die seit 5 oder 6 Monaten mit dem Gebet anfängt. Oder eine Person, die denkt, der hat etwas im Internet gelesen oder der hat 2 Bücher gelesen und dann fängt er die Muslime vom Islam ausschließen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer einem Muslim sagt, ja Kafir, du bist kein Muslim mehr, dann hat jemand von den beiden das verdient. Entweder ist es so, oder das kehrt auf ihn zurück. Aber ich denke, diese Leute, die halten sich nicht an solche Überlieferungen. Und es ist ihnen egal, wenn du ihnen das sagst. Weil diese Leute so im Rausch, diese Leute, die sind wie Drogensüchtige. Die sind im Rausch dieses Problems. Die haben Hass, keine Perspektiven. Die werden von Hass getrieben. Deshalb, die sehen jeder, der etwas, eine andere Meinung hat als ihre Meinung. Die sehen diese Person als, wal'iyadu billah, als Feind. Und übrigens, Takfir haben Ahl Sunnah und Jama'ah nicht gemacht, außer unter strengsten Regeln und strengsten Vorsichtsmaßnahmen. Wer hat aber immer Takfir gemacht? Die Schia. Die Schia
weil sie die Muslime vom Islam ausgeschlossen haben, die Sahaba vom Islam ausgeschlossen haben. Al-Khawarij, weil sie gegen Sahaba gekämpft haben und sie haben die Sahaba vom Islam ausgeschlossen. Al-Mu'tazila zum Teil und nicht alle. Aber Ahl-Sunnah al-Jama'ah, man sollte lesen. Hier, Sunan ibn Abi Shayba, Kitab al-Sunnah von ibn Abi Asim. Die waren, diese Gelehrten, die waren im 2. und 3. Jahrhundert Islam. Man sollte lesen, was sie sagen. Sie sagen, wir machen kein Takfir. Was meinen sie, wir machen kein Takfir? Das heißt, wir können die Muslime nicht einfach vom Islam ausschließen, weil ein Muslim eine Sünde begangen hat oder weil ein Muslim etwas Schlechtes gemacht hat. Wir können das nicht machen. Und deshalb, barakallahu fikum, diese Gruppe, die heute Takfir macht auf Muslime, diese Gruppe sind erstens unwissende Leute. Und diese Leute vertreten auf gar keinen Fall den Weg von Salaf. Die missbrauchen dieses Wort. Und die missbrauchen diesen Weg, diesen geirrten Weg. Weil der Weg von Salaf, das ist der Weg von unseren großen Gelehrten des Islam. Der Weg von Abu Hanifa, Al-Shafi'i, Malik, Al-Imam Ahmed, der Weg von Sahaba und der Weg von Al-Hasan al-Basri, Abdullah ibn al-Mubarak, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, diese große Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie alle ins Paradies bringen. Das ist der Weg von Salaf, nicht der Weg von solchen, wal-Iyadu billah, Milchzähne Kinder. Und ich sage das nochmal, Milchzähne Kinder, die kein zwei Wörter vom Koran wissen und die keine zwei Bücher von der Sunna gelesen haben. Einige von ihnen, die sind seit 2 oder 3 Monaten Muslime geworden. Und Wallah, 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 einige von ihnen, die wissen nicht, wie man sich richtig wäscht. Oder die anderen, die bringen Katastrophen in Aqidah. Und die wissen gar nicht. Und die meisten von ihnen, die saßen kein 2 Stunden bei einem Vortrag von einem Sheikh. Und um ehrlich zu sein, vor ein paar Jahren kamen solche Leute zu unseren Seminaren. Aufpassen, die kamen damals zu Seminaren. Aber Wallah, ich bin Zeuge. Die saßen niemals im Unterricht. Die waren immer draußen. Die waren immer auf der Straße. Und die saßen immer auf die Treppen. Und die wollten mit den Leuten diskutieren. Und du siehst diese Leute, subhanallah. Wenn sie geprüft werden, dann sind sie die Ersten, die wegfliehen. Und die Ersten, nachdem sie Razzien bekommen haben, die ihre Bärte rasiert haben, waren diese Leute. Und die Ersten, die nicht mehr in die Moscheen gegangen sind, waren diese Leute. Ich sage nicht jetzt jede Person einzeln. Und ich kann auch Namen nennen. Aber, barakallahu fikum, aufpassen. Und ich rede zu Muslimen. Diese Gruppe, die auf dem Weg von Khawarij ist, die ist eine Gefahr für die Muslime. Ich rede nicht jetzt über Nicht-Muslime. Wir reden jetzt über unsere Religion. Und wir Muslime, wir kennen unsere Religion. Diese Takfiri-Gruppe, die ist auf dem Weg von Khawarij, weil sie mittlerweile ein Muslim, der nicht fastet, vom Islam ausschließen. Und ein Muslim, der nicht das macht, was sie wollen, schließen sie ihn vom Islam aus. Und eine Muslime, die sich nicht bedeckt, die ist für sie keine Muslime mehr. Wal-Iyadu Billah. Und das kennen wir nur von Khawarij. Auch Khawarij haben das nicht so einfach gemacht. Khawarij, das sind diese abtrünnige Gruppe, die Muslime vom Islam ausgeschlossen haben. Und die haben gegen die Sahaba gekämpft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, liebe Muslime überall, bitte vermischt nicht. Vermischt nicht 2 Themen miteinander. Der Weg von Salaf ist der Weg von jedem Muslim. Weil jeder Muslim, ich meine, von wem nehmen wir doch unsere Religion? Wir nehmen das von Madhahib. Von Madhahib. Wir nehmen das von Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, Ahmed. Das sind unser Salaf. Und die nehmen von Tabi'in. Und die anderen von Sahaba. Und das ist der Weg von Salaf. Das ist weder politische Richtung, noch eine politische Organisation. Aber solche Leute, die Muslime vom Islam ausschließen, und die, wal-Iyadu Billah, auch
keine Entschuldigungen für Muslime finden. Diese Leute missbrauchen diesen Weg und missbrauchen den Islam, und man muss aufpassen. Und um ehrlich zu sein, liebe Muslime alle, ich sage euch ganz ehrlich, viele unter diesen Leuten sind Agenten mit diesem Wort, ehrlich, Agenten, und die arbeiten für bestimmte Behörden, weil die wissen, durch diese Methode können sie die Muslime spalten, weil kein Muslim akzeptieren wird. Auch Allah, wenn du einen Muslim siehst, der trinkt Alkohol und der macht Zina, Unzucht und der macht alles Schlechtes. Aber wenn du ihm sagst, du bist kein Muslim, der sagt dir, halt, ich bin Muslim mehr als du. Der akzeptiert dich. Und deshalb, die wissen, wenn sie durch diese Methode rein in die Muslime kommen, dann schaffen sie das. Und ich habe das gesagt und ich wiederhole. Bis vor kurzem gab es Leute hier in Deutschland, die haben immer erzählt, wir sind für den Islam und Islam und Islam. Und am Ende, und die haben diese Themen immer, immer angesprochen. Der ist kein Muslim, der ist kein Muslim. Wenn du die Regierungen nicht vom Islam ausschließt, dann bist du selber kein Muslim. Am Ende, wal'iyadu billah, hat man festgestellt, dass sie, wal'iyadu billah, mit bestimmten Behörden gearbeitet haben und mit bestimmten Geheimdiensten. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime überall schützen. Möge Allah die Muslime überall schützen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime zurück zu ihrer Religion bringen. Und ich sage, liebe Muslime, wenn du eine Person siehst, der fängt an, die Leute vom Islam, die Muslime vom Islam auszuschließen, dann sei gewarnt. Diese Person ist nicht auf dem richtigen Weg. Und nicht, dass man mich falsch versteht. In bestimmten Fällen, ja, dürfen Großgelehrten und Richter, muslimische Richter, einige Leute vom Islam ausschließen, aber mit den Bedingungen, die im Weg von Ahl Sunnah und Jama'a sind. Und nicht diese Art, was wir heute von manchen Leuten hören. Und bitte wirklich unterscheiden zwischen diese Takfiri-Gruppen, das wird diese Leute, die übertreiben in Takfir. Wie kannst du diese Leute wissen oder erkennen? Der spricht über La ilaha illallah oder Tawhid. 1, 2, 3, 4 Wörter. Dann das fünfte, der fängt an. Und der ist Kafir, derjenige, der so macht. Und derjenige, der so macht, ist Kafir. Und der, wal'iyadu billah, der macht oben nach unten, unten nach oben. Am Ende wird nur über Ausschluss vom Islam gesprochen und nicht mehr. Wir wollen, dass die Muslime ihre Religion praktizieren. Wenn die Muslime ihre Religion nicht kennen, dann wollen wir, dass die Muslime lernen. Und wir wollen unseren Händen den Muslimen reichen, unsere Hände den Muslimen reichen, damit die Muslime sich interessieren für den Islam und den Islam praktizieren mit dem richtigen Wissen und auf dem richtigen Weg. Wir wollen unsere Tore aufmachen, damit wir unsere Muslime zum Islam holen. Aber diese Leute, die suchen, wal'iyadu billah, möge Allah uns bewahren, die suchen nach Gründen und Mitteln, damit sie die Muslime vom Islam ausschließen. Ich suche nach Entschuldigung für einen Muslim, damit ich ihn im Rahmen des Islam behalte. Aber diese Leute suchen nach Gründen und Mitteln, damit sie ihn vom Islam rausbringen. Auch mit Nichtmuslimen. Wir versuchen, die Nichtmuslimen, den Nichtmuslimen vom Islam zu berichten, vom dem Islam zu erklären, damit sie endlich den Islam verstehen, damit sie keine wirklich Verallgemeinerungen, schlechte Verallgemeinerungen haben gegen den Islam, gegen Muslime. Aber wenn man solche Leute sieht, was sie erzählen und wie sie handeln, dann fühlt man sich bestätigt von Nichtmuslimen. Deshalb barakallahu fikum. Das wird möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen. Alle Muslime, sage ich, seid wach und bitte vermischt nicht die Leute, die nach dem Weg von Koran und Sunna sind,
die Leute, die Allah fürchten und die Leute, die den Propheten lieben und die Sahaba, die Gefährten vom Propheten lieben und die großen Gelehrten des Islam folgen, wie Abu Hanifa und Shafi'i und Malik und Ahmed, Radwanallah alayhim. Diese Leute schließen die Muslime vom Islam nicht aus. Und wenn ein Muslim einen Fehler begeht, dann versuchen sie eine Entschuldigung für den Muslim zu finden, damit sie ihn im Rahmen des Islam behalten. Aber diese Gruppen, wal'iyadu billah, das geht darum nur, um Leute vom Islam auszuschließen, la hawla wa la quwwata illa billah. Und du siehst sie, die beten nicht mit Muslimen. Die halten sich nicht an die Sunna. Viele von ihnen, viele, nicht alle, viele von ihnen auch, die halten sich nicht an die Gebetszeiten. Und die halten sich nicht an die Regeln des Islam. Weil diese Leute Komplexen haben. Und ich rufe die Muslime dazu auf, dass man eine Therapie für diese Leute entwickelt. Wie man mit ihnen umgeht. Und dass man mit ihnen redet. Dass man sie aufklärt. Weil das katastrophal ist, dass eine Person, die noch nicht Wudu, Gebetswaschung gelernt hat, diese Person fängt an, Muslime vom Islam auszuschließen. Seid wach und seid gewarnt und bitte trennen. Trennen und verstehen und seid nicht von den Leuten, die schlecht verallgemeinern, weil nicht alle Finger gleich sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ich möchte nicht viel über dieses Thema reden. Warum? Weil wenn du auch viel redest und man diese Wörter nicht versteht, dann bringt das nicht nach vorne. Aber jeder muss für sich selber entscheiden. Wir können niemanden zwingen und wir können niemanden vorschreiben, was er zu machen hat. Aber wir können nur das übermitteln, was wir in Koran und Sunna haben. Und die Khawarij damals, sie haben die Muslime vom Islam ausgeschlossen, weil sie eine Ayah vom Koran falsch interpretiert haben. Falsch interpretiert haben. Und deshalb haben sie die Muslime vom Islam ausgeschlossen. Und es gibt heute Leute, die den Koran und die Sunna falsch interpretieren. Und die schließen die Muslime vom Islam aus. Wie Shia, Ahbash oder Khawarij, Takfiri. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und ich danke Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah mir die Möglichkeit gegeben hat, dass ich bei großen Gelehrten der Muslime gelernt habe und dass diese Leute uns damals, Alhamdulillah, ich danke Allah, dass diese Leute uns gesagt haben, passt auf. Wallahi, einer sagt uns so, sagte uns so, meine Kinder, meine Söhne, sagte uns, passt auf, das ist nicht leicht, einen Muslim vom Islam auszuschließen. Wie wirst du vor Allah stehen, wenn diese Person kommt und sagt, ja Rabbi, o mein Herr, dieser Mann hat mich vom Islam ausgeschlossen und ich war immer Muslim und ich habe dich geliebt, ich habe den Propheten geliebt und ich versuchte, den Islam zu praktizieren, aber trotzdem diese Person hat mich vom Islam ausgeschlossen. Was wirst du sagen am letzten Tag? Was wird man sagen? Ich habe diese Person vom Islam nicht ausgeschlossen. Weil das nicht meine Aufgabe ist. Das ist nicht unsere Aufgabe zu suchen, ob jemand Muslim ist oder nicht Muslim ist, der Muslim ist. Der ist Muslim, der ist Muslim. Und da gibt es eine Regel. Das heißt, al-yaqinu la yazulu bis-shak. Wenn wir mit Gewissheit jemanden haben, der Muslim ist, wir können ihn niemals vom Islam ausschließen, außer mit Gewissheit. Und dafür gibt es Großgelehrten, die Allah fürchten. Und es gibt muslimische Richter, die Allah fürchten, die können das machen, auch nach bestimmten Regeln. Und diese Leute selber, die suchen Entschuldigung für die Person. Aber bei diesen Leuten, möge Allah uns bewahren. Die sucht, ich meine, in jedem Gesetz, in jeder
Scharia. In jedem gibt es Entlastendes und Belastendes. Und wenn du nur nach Belastendes suchst, dann ist das schlecht. Deshalb eher aber im Islam, wir suchen Entlastendes für unseren Muslim. Nicht, dass man ihn vom Islam ausschließt, wie Al-Imam Malik genau gesagt hat. Wenn er 99 Indizien hat oder Beweise hat, dass eine Person eventuell kein Muslim wäre und ein Beweis, dass er Muslim ist, dann nimmt er den Beweis, dass er Muslim ist und er will ihn vom Islam nicht auszuschließen. Lieber 1000 Leute als Muslim bezeichnen, die Muslime sind, als Muslim bezeichnen, wenn sie etwas gemacht haben, als eine Person vom Islam auszuschließen und der Muslim ist. So sollte man denken, aber leider, manche Leute, die haben ihre Fehler vergessen. Die haben ihre Fehler vergessen. Sie denken, dass sie so rein sind und sauber sind und super Muslime geworden sind, dass sie nicht mehr sich kümmern um ihre Fehler, sondern sie kümmern sich nur um die Fehler von den anderen und mehr als das, sie versuchen die anderen Leute vom Islam auszuschließen. Das sind meine Wörter zu diesem Thema. Und ich bitte Allah um Verzeihung, Vergebung, wenn ich Fehler gemacht habe. Und wenn ich gut gesagt habe, dann bitte ich Allah darum, dass er mich dafür belohnt. Aber meine Botschaft ist inshallah angekommen. Und ich habe meinen Beitrag geleistet. Und Allah ist meine Zeuge. Passt auf, liebe Muslime. Diese Methode, die Leute vom Islam auszuschließen und die Muslime als Kuffar zu bezeichnen, es ist so gefährlich. Das hat uns damals Tausende von Seelen gekostet. Und heute wird das weitergemacht und das wird gesteuert zum Teil. Ich sage nicht, alles ist gesteuert, damit wir gerecht bleiben. Aber zum größten Teil ist das gesteuert. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewachen.